Bam! Musik ist wieder da, ich sehe alle wieder die Fragen und Antworten. Nice, so, ich klinge wieder aus, viel Spaß. Genau, danke an die Regie, damit erstmal einen schönen Applaus. Ist ja nur einer. Eine von Sehnsucht und Melancholie geprägte portugiesische Musikrichtung ist der Monotono, Tristo, Fado oder Ödo. Ja, ich hatte ja jetzt eine sehr lange Bedenkzeit und kann schon zwei ausschließen. Du hast gegoogelt, gib's doch zu. Ja, der Ödo ganz einfach, weil es kein Ö da gibt. Und Monotono klingt für mich sehr fabriziert. Die einzigen Sachen, die ich jetzt wählen würde, wären Tristo und Fado. Jetzt überlege ich, ob mir irgendein portugiesisches, spanisches irgendwie in diesen Sprachen ein Wort einfällt, was entweder Tristo oder Fado zugehören könnte. Also Rafael Nadal kann es nicht sein. Das heißt nämlich Weihnachten. Ist Tristan ein portugiesischer Name? Kommt es aus dem Sprachstamm? Ich kenne jetzt nicht die kompletten Millionen Namen der Welt. Kannst ja nicht sagen. Tristan. Tristo. Tristo. Der Moment der Tristo. Der Moment der Fado. Haben die ein ST in ihrer Sprache? Ich glaube nicht, oder? Also, Ödo. Ich versuche jetzt so auszuschließen wie Ödo. Ödo ist ja ein Ö. Ö gibt's bei denen einfach nicht. Also kann es halt nicht Ödo sein. Mhm. So, und jetzt diese Wortverbindung ST, Tristo. Gibt's bei denen ein ST? Also diese Buchstaben verbinden. Ich denke gerade an alle Gerichte, die mir einfallen, die vielleicht ein ST haben können. Also, D sagst du, willst du ausschließen. Wie sieht es mit den anderen Antworten aus? Also D schließe ich aus, habe ich schon erklärt. Monotono klingt für mich viel zu fabriziert. Da sind viel zu viele Vokale hintereinander. In der portugiesischen Sprache muss alles flüssig laufen. Mhm. Da kann man nicht irgendwie zwischendurch noch Monotono sagen. Ja. So, was flüssig rauskommen könnte, wäre Tristo und Fado. Und die Endung Do habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Bei Tristo weiß ich nicht, ob es ein ST gibt. Vor allem, die Sache ist ja selbst, wenn ich hier jetzt richtig rate, muss ich ja immer noch eine nächste Frage raten. Ja, vielleicht ist die nächste Frage etwas einfacher für dich. Vielleicht ist es irgendwie ein Spezialgebiet für dich. Also. Ja, bestimmt ein Spezialgebiet. Rio. Ja. Ich nehme Fado. Fado, Mi Do, Fado, Dore, Mi Do gibt's da. Es gibt ein Do im portugiesischen Spanischen. Also muss es auch Fado gehen. Okay. Dann nehmen wir Antwort C. Ödo gibt's natürlich nicht. Monotono habe ich auch noch nie gehört. Und Antwort B ist es auch nicht. Es ist C, Fado. Wow. Ich und meine Musikkenntnisse, die sind unglaublich. Fantastisch. Ja, jetzt, so langsam spüre ich den Günther ja auch so ein bisschen zittern lassen, zappeln lassen, ja, das ist perfekt. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich hätte es ja auch dran denken können, dass Ödo die Endung Do hat. Also wird wahrscheinlich die zweite Antwort mit der Endung Do richtig sein. Ja. Hätte ich viel einfacher checken können. Und mit dieser Bombensation sehen wir, was du momentan machst. Du bist Student. Was studierst du denn? Biotechnologie. Biotechnologie. In welchem Semester? Was macht man da? Erzähl uns mal ein bisschen. Davon. Also ich bin jetzt erstmal im vorerst letzten Semester, muss aber noch ein paar Fächer nachholen. Mhm. Das ist halt alles, was man in den Mikroorganismen an maschinellen Arbeiten zu tun hat. Zum Beispiel halt Mikroorganismen vermehren, Mikroorganismen modifizieren, ihre Genetik eingreifen. Also Genetik und Mikroorganismen ist eigentlich dieses große Thema in Biotechnologie. Mir fällt keine Überleitung ein. Es geht um 16.000 Euro jetzt. In Deutschland gibt es knapp 13.000 TV-Programme, Autobahnkilometer, Fußballprofis, Sterne-Restaurants.
Okay, zwei Sachen schließe ich schon wieder instant aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Würde es 13.000 Fußballprofis geben? Information. Diese Frage könnte etwas älter aus der Datenbank kommen. Also könnte sich die Zahl verändert haben. Okay, danke. Danke. Das ist ein Tipp. Zahl könnte sich. Ja gut, aber die Frage ist immer noch auf dem Stand von alt. Ne? Also jetzt nicht irgendwie was Neues überlegen, sondern ich weiß nicht. Ey, ich überlege gerade. Aber es könnte sich ja alles ändern. Ab wann gilt man denn als Fußballprofi? Das ist doch eigentlich subjektiv, oder? Oder zählt es, sobald ich in einem höher spielenden Verein bin, bin ich Fußballprofi? Also, mit der Antwort kann ich nichts anfangen. Okay, schließt du also C aus. Ja. Wie sieht's mit A, B und D aus? Sterne-Restaurants. Es wären schon verdammt viele Sterne-Restaurants. Oder nicht? Für 13.000 in 16 Bundesländern müsste jedes Bundesland mindestens 1.000 Sterne-Restaurants haben. Also höre ich aus der raus. Das klingt für mich auch ein bisschen viel. Höre ich aus der raus, dass du Antwort D ebenfalls ausschließt. Ja. Hast du also für dich selber jetzt gerade den 50-50-Joker? A oder B? Ja. So. Autobahnkilometer. Problem ist, ich habe kein Auto. Oh, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. So, wieder da. Ich habe kein Auto, deswegen bin ich halt noch nie selbst auf einer Autobahn gefahren. Ich wurde natürlich gefahren. Ich war auch schon mal auf einer Autobahn. Aber ich wüsste jetzt nicht... Ich habe das Gefühl, das sind mehr, oder nicht? Das geht doch in jede Richtung. Aber für TV-Programme 30.000 klingt auch für mich viel zu viel. Wenn ich einen Sendersuchlauf machen würde, gibt es den heutzutage eigentlich noch, weiß ich nicht. Aber wenn ich einen Sendersuchlauf machen würde und dann 13.000 Kanäle durchziehen, beziehungsweise Pay-TV, gibt es da 13.000 Kanäle? Ach, Tobi. Ach. Ich nehme erstmal einen Schluck. Ja, nimm du einen Schluck, ich überlege noch. Das ist echt so eine Scheißfrage wieder. Mit zwei Sachen kann ich nichts anfangen. Das erste ist ein bisschen komisch formuliert. Das letzte klingt viel zu viel. Okay, wenn ich jetzt aus dem Bauch, wenn du jetzt aus dem Bauch heraus entscheiden müsstest und ich, sagen wir mal, von 10 runterzähle. Ja. Könntest du mir eine Antwort sagen, die Sinn ergibt? Ich würde Autobahnkilometer sagen. Ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Autobahnkilometer. Ich muss es wagen. Also. D ist es schon mal nicht. Okay. D ist es auch nicht. Gut, die ich ausgeschlossen habe. TV-Programme. Man muss ja sagen, es gibt ja noch hier die ganzen Sky-Sachen und so weiter und so fort. Ja, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport 3. Nicht zu vergessen Sky Sport 4. Sky Sport HD. Okay, ich hab's verstanden. Nein. Bahnfrei für die 16.000 SSB. Ja! Jetzt hab ich doch einen Auf den zweiten Drei fahren. Okay. Also, das könnte was werden. Das könnte was werden. Jetzt bin ich echt nervös. Zwei Fragen ohne Joker. Lange überlegt. Natürlich noch eine kreative Pause gehabt. Bitte dies nochmal zu entschuldigen. Du hast 60.000 Euro. Wie fühlst du dich gerade erstmal, dass du es geschafft hast? Erleichtert, dass ich die Frage beantwortet habe. Ich bin gerade wirklich jetzt hammernervös. Meine Hände zittern. Keine Ahnung. Okay, gut, alles klar. Ja. Jetzt sehe ich die Chance und das ist eigentlich nicht gut. Wie bei dir haben wir jetzt den vierten Joker freigeschaltet. Du kannst also einmal falsch liegen. Darfst aber dann nicht aufhören, wie es bei Andi gewesen ist. Ja.
Ich wünsche dir viel Glück. Du musst mir eigentlich nur noch 3 Fragen beantworten und du hast das Spiel gewonnen. Bist du bereit? Ja. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Frage Nummer 11. Ich möchte von dir wissen, worum handelt es sich wörtlich genommen bei einem der Balkanstaaten? Grüne Wiese, schwarzer Berg, gelbe Sonne oder D, knallrotes Gummiboot? Okay, das ist nett, dass ich schon mal eins von vornherein ausschließen kann. Regie hat was gesagt? Ja, hat mir gerade aufs Ohr gesagt. Okay. Also, sagen wir mal so, ich guck mal in den Chat rein. Und wenn jetzt in den Chat geschrieben wird, dass Sie gerne noch einen vierten Kandidaten sehen wollen, dann können wir das einrichten. Meine Beine sind schon eingeschlafen, aber ich kann nicht mehr wegrennen. Wow. Also, ich sag quasi, dass ich jetzt rausfliege. Ich habe deine Antwort noch nicht gehört. Falls ihr also noch einen vierten hören wollt oder sehen wollt, dann können wir das gerne arrangieren. Wenn nicht das Interesse besteht, dann einfach sagen, Matt, weg mit dem Moderator, weg mit dem Format, bah, hab genug für heute. Zurück zu dir, Rio. Ja. A, B, C oder D? Ich überlege. Es geht um 32.000 Euro. Du hast einen Joker frei, du kannst einmal falsch liegen, wenn du willst. Du musst aber davor sagen, dass du den Joker aktivierst. Ja. Assoziieren mit dem Balkenstaat würde ich jetzt entweder schwarzer Berg oder gelbe Sonne. Hm? Grüne Wiese könnte schwierig werden, eine grüne Wiese da zu finden. Nee, okay. Knallrotes Gummiboot ist ausgeschlossen. Grüne Wiese, wörtlich genommen. Welches Land könnte denn so heißen? Gelbe Sonne. Sonne könnte heißen, die sind im Osten. Im Osten gibt es da irgendwas, wo man sagen würde, ja, gelbe Sonne, das sind wir. Aber ich könnte jetzt eine kleine Anekdote ziehen. Zum Beispiel Ukraine hat ja diese blau-gelbe Flagge. Und das Gelbe unten sind ja die Weizen und das Blaue sind halt der helle blaue Himmel. So. Jetzt könnte wir ich kaufen überlegen, ein Auto. Was? Jetzt könnte ich überlegen, die gelbe Sonne gibt es auf einer Flagge von einem rumänischen. Von den Balkenstaaten irgendeine Flagge mit was gelb assoziiert. Die gelbe Sonne. Mir fällt nichts ein. Schwarzer Bär. Mein lieber Rio, so willst du auf sicher gehen und eventuell einen Joker hier einsetzen? Es ist halt scheiße, den Joker jetzt wieder instant zu benutzen, aber ich glaube, ich werde ihn benutzen, weil ich halt zwei schon ausschließen konnte. Gut, dann wählen wir auch für dich den vierten Joker, den Zusatzjoker. Zweite Chance, auch für dich. Du darfst jetzt nicht aufhören, du musst mir eine Antwort sagen und die wäre... Schwarzer Berg. Schwarzer Berg, kannst mir bitte sagen, was Montenegro ist? Schwarzer Berg. Ist Berg, ja, und Negro ist doch schwarz. Ja. Ist ein Balkanstaat. Es ist der Schwarze Berg. Ah, ich hätte es 100 Mal sagen sollen. Montenegro vom venetischen Montagna Negra bedeutet Schwarzer Berg. Hätte ich eigentlich drauf kommen können. Du hast deinen Joker weggeschmissen. Ja, das ist scheiße. Sorry. Das ist absolute Scheiße. Jetzt musst du 2 Fragen beantworten und dann kannst du einen neuen Marker setzen, weil, wie ich im Chat sehe, heißt es, wir sollen noch einen vierten dran holen. Deswegen machen wir noch einen vierten. Yay, geil. 64.000. Mit wem spielte Lou Reed das Album Lulu ein? U2, Metallica, Scorpions oder Bon Jovi? Das könnte ich eigentlich auch wissen. Das Problem ist aber, ich tue es nicht. Das tut mir eigentlich ein bisschen leid. Das ist natürlich jetzt mega scheiße. Lou Reed. Bei U2, da waren doch nur 2 Leute dabei, oder nicht? Davon hieß der eine Bono? Bin ich sicher.
Bon Jovi. Gab's ein Lou Reed? Hatte der ein Album namens Lugo? Glaube nicht. Ich glaube, seine Alben waren immer. Hatten immer eine tiefere Bedeutung im Namen. Lugo. Wäre ein bisschen stumpf. Wobei Lulu könnte auch ein Frauenname sein, oder? Wahrscheinlich, scheiße. Kacke. Scorpions, muss ich ehrlich gestehen, habe ich am wenigsten gehört. Mir fällt jetzt nicht sofort was ein, was denen gehören könnte. Metallica, das berühmteste. Beim berühmtesten müsste man ja schon mal Lulu gehört haben. Oder Lulu. Und Metallica, Lulu. Metallica würde doch ein Album nicht Lulu nennen. Also ich will jetzt nicht lang quatschen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe keinen Joker, ich muss es wagen, damit ich vielleicht noch überhaupt schaffe. Und deswegen sage ich Scorpions. Antwort C, Scorpions. Bist du dir sicher? Nein. Warum holst du dann C? Weil ich bei allen Antworten nicht sicher wäre. Okay, alles klar. Die nächste Antwort, die du gibst, ist endgültig. Guck mal, die Sache ist sogar, dass mir der Name eigentlich bekannt vorkommt. Da kann es ja eigentlich nicht Scorpions sein. Ich glaube von Lou Reed. War das nicht von Lou Reed? So muss ich mal. Jetzt schaue ich mal gerade selber nach. Ja, keine Tipps, nicht sagen. Nein. Muss das. Kann ich dann am Ende sagen. Also bleibst du bei C Scorpions? Nee, du verunsicherst mich gerade hart. Und der Fakt, dass ich Lou Reed kenne. Ist das vielleicht der echte Name von Bono? Ach nee, ach scheiße, ich hab die ganze Frage bis jetzt falsch verstanden. Lou Reed gehört nicht zu denen, sondern der hat mit ihnen eingespielt. Ja. Wusste ich, dass du so nervös bist, dass du die Frage vergessen hast. mit wem würde denn ein Lou Reed ein Album machen? Namens Lou? Oh, das ist jetzt scheiße. Könnte sein, dass Louis irgendein bekannter Schlagzeuger, Bassist, Gitarrenspieler ist und dass Metallica ihn für ein paar Songs mit eingenommen hat. Jo, wie gesagt, die nächste Antwort zählt. Entscheide dich bitte in Kürze. Mit Kürze meine ich jetzt. Ich nehme Metallica. Der Unterschied zwischen Bono und Lou Reed ist, dass Lou Reed 2013 gestorben ist. Deswegen kann ich ihn gehört haben. Er hat ein Album zusammen mit Metallica gemacht. Antwort B. Gott! Leute, eine Frage. Gleichstand. Gleichstand. Du könntest einen Marker setzen, wenn du mir die nächste Frage beantwortest. Jetzt alles oder nichts. Die Filmbiografie über die Autorin Dorothy Parker trägt den Titel Mrs. Parker und ihr Lotterleben, sagenhaftes Leben, fabelhaftes Werk. Antwort D, lasterhafter Kreis. Der Name Dorothy Parker sagt mir was, weil der öfter mal vorkommt in dem Spiel Trivia Murder Party. Und da ging es halt, glaube ich, auch um ihre Buchtitel. Die Sache ist die, dass Trivia Murder Party halt früher Englisch war und ich keine Ahnung habe, wie die das auf Englisch übersetzt hätten. Und Lotterleben und lasterhafter Kreis sind so zwei Wörter, beziehungsweise
sagen, die könnte man Scheiße vom Englischen zum Deutschen übersetzen. Deswegen glaube ich, die sind es nicht. Wie sieht es mit den anderen aus? A fabulous work. A fabulous... langhaftes Leben. A spectacular life. Mrs. Parker. Spectacular. Spectacular. Das kommt mir bekannt vor. Heißt spectacular sagenhaft? Fabelhaft. Fabelhaft. Glaube ich, nehme B. Einfach in dem Sinne, weil ich denke, sagenhaft könnte von spectacular kommen. Und spectacular hängt mir irgendwie im Kopf im Sinne von Buchtitel von irgendwelchen Leuten aus Trivia Murder Party. Also höre ich aus dir heraus, Antwort B könnte die Lösung sein. Ja. Die Dorothy Parker, die hatte ein absolut sagenhaftes Leben. Das hört sich sicher an. Ja. Antwort B. Ich nehm's. Eingeloggt. Dorothy Parker. Hatte eine Filmbiografie. Was steht in der Frage? Das weiß ich. Ich kann lesen. Lotterleben ist es nicht. Das fabelhafte Werk ist es ebenfalls nicht. Dann ist es der Kreis. Weil ich den Ach nein. Mein lieber Rio. Ja. Damit hast du es leider nicht geschafft. Es wäre Antwort D gewesen. Ja. Das ist natürlich jetzt scheiße. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es war wirklich knapp und. Sorry, ich kann wirklich nichts sagen. Ja, passiert. Das kann man halt nicht wissen, wenn man keinen Druck hat. Rio, herzlichen Glückwunsch zu 16.000, die es natürlich nicht in echt geben wird, aber trotzdem danke fürs Mitmachen, du hast es wirklich spannend gemacht. Danke. Applaus auch vom Chat. Und es gibt wieder eine Möglichkeit, dank Chat-Voting, also bedankt euch, wenn ihr gleiche Wette doch den anderen noch überholen könnt. Das sowieso nicht, Alter. Ja, erstmal das Intro. Outro. Jetzt bin ich sad. Also Rio, du kannst dich weiter zurücklehnen, kannst jetzt den Twitch-Chat und den Twitch-Stream entspannt gucken. Wir haben nur noch drei Kandidaten, ne? Vier Kandidaten. Vier? Du, Christoph und Freddy. Drei. Achso, Entschuldige. Drei. Hey, ich bin ja hier. Oh. Oh. Ich bin immer weiter runter. Freddy war noch nie der Hidden. Ach verdammt, Mensch. Es ist die erste Sendung. Wie gesagt, es ist die erste Sendung. Bis hierhin lief alles gut, bis auf den ersten Abschuss, aber trotzdem, es ist egal. Los. Lou ist sehr gespannt. Lou kriegt eine eigene Aufnahme. Genau. Bei mir bin ich rechts oben. Dass Lou ganz rechts ist, wissen wir. Ja, das Rio doppelt! In diese ostdeutsche Feindlichkeit-Mentalität sehr unangenehm. So. Unangenehm oder Seite? Unangebracht? Man sieht's. Perfekt. Also, das ist Lou. Gratulation. Applaus an Lou. Nochmal Lou. Hey. Ja, Mann, Lou. Hey. So. Dann mache ich eine kleine Überbrückung. Wenn ihr also das Interesse habt, bei Wer wird Millionär hier mitzumachen, während ich gerade den Titel durchgenuschelt habe. Wer wird 20 Euro gewinnen? Am Ende, wenn das Ding auf YouTube hochgeladen ist, habe ich gehört von der Regie, der Rico ist ja momentan da, was wird passieren? Erzähl mal. Wir sind ready. Wir werden auf YouTube einfach mal den Kanal abonnieren. Wir werden auf YouTube irgendwann demnächst oder später, wann auch immer, ein Video hochladen, wo wir das Ganze dann erklären, wie das abläuft. Aber es wird, also nicht von zu schnell Wiederholungen hier ausgehen, weil 20 Euro sind viel Geld, ne?
Ja, echt mal. Die müssen wir hier aus eigener Tasche raus. Wir müssen Rico live verarbeiten. Alles klar. So, dann, wir sind ready. Gut, wir tun so, als hätte es die Regie nicht gegeben. Ich trinke noch ein Schlückchen Wasser. Noch ein Schlückchen Wasser. Ich stehe schon seit geschlagenen 2 Stunden und muss immer noch nicht aufs Klo. Welche wundersame Art und Weise. So, wir kommen jetzt zur nächsten und wirklich letzten Auswahlfrage. Zum letzten Auswahlverfahren. Link nochmal schließen und nochmal öffnen. Und ich lese vor. Ein bekanntes Sprichwort lautet: Vom Stamm fällt der Apfel nicht weit. So. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bäm, direkt raus aus der Pistole geschossen. Mal gucken, wer konnte das Ding am schnellsten beantworten? Es ist Christoph mit 3,86 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Kann ja nur verkacken. Aber ich weiß, dass ich Unterstützung auf meiner Seite habe. So, Christoph. Ja. Erstmal also Grüße an den Chat. Moin, moin. Du hast wohl deine Fanbase mitgenommen. Ja, später am Abend, wa? Ich bin mir etwas kaputt hier, ja, aber ich habe noch ein bisschen Kraft. Christoph aus Unna, wie fandest du die ersten 3 Runden? Wie schätzt du deine Konkurrenz ein? Oder wie fandest du eigentlich dein Spielverhalten? Alles in Ordnung? Ja, ne? Ja, sehr spannend, sehr aufschlussreich und vor allem ein sehr starkes Mitbewerberfeld. Gut, alles klar. Für dich gilt es auch, wie bei den restlichen Personen, die 125.000 Euro Frage zu knacken, denn da hat es noch keiner geschafft. Während mein Bild noch mal kurz bearbeitet wird, kein Problem. Ein Moment, ich muss kurz was klären. Stimmt, wir sind einer weniger. Bitte nicht aus Discord rausgehen. Das wäre ganz wichtig. Bist du keine rausgegangen, oder? Doch. Channel ja. Switched. So, ich hoffe, das kriege ich jetzt schnell wieder hin. Dann sage ich schon mal ein bisschen was zu den Jokern. Auch bei dir hast du 3 Joker bis zu der 16.000-Euro-Frage. Ab der 16.000-Euro-Frage kommt dann der Second-Chance-Joker. Du hast den 50-50-Joker, du hast die Frage switchen und einmal den Publikums-Joker von Beginn an. Und wir starten jetzt, wenn du keine Fragen hast, in die erste Frage. Tun wir. Der Klügere gibt an, nach, klein bei, einen aus. Der Klügere gibt nach, B. Ja. Für 100 Euro. Praktisch veranlagte Köche benutzen. Soßenbinder. Bratenkleister. Knödelgips. Gemüseverdünner. In Soßenbinder. Yes. Für 200. Was ist kein Fall für den Schönheitschirurgen, sondern für den Geologen? Üppige Tränensäcke, massive Schlupflider, Riesenhängebrüste oder D, Faltengebirge? D, das Faltengebirge. Korrekt. Der gute alte Gemüseverdünner, ja. 300. Erwartet die Miene Maya ihren besten Freund, dann sieht sie Reinhold, ja. Willibald, Friedel, Ottmar. B. Willibald. 300 Euro gehen an dich. Symbolisch. So, nehm und jetzt gern. Die letzte Frage. 500 Euro. Was bedeutet signifikant? Bezeichnend. Gesondert, unwichtig, umstritten. A, bezeichnend. Und damit hast du die ersten 5 Fragen geschafft.
Machen wir weiter, ne? Ja. Ja. Gegen spät. Das Zuwasserlassen einer Ernte wehrt sich in einem Loriot-Sketch her. Meier Leverkusen, Müller Lüdenscheid, Weber Magdeburg, Schröder Düsseldorf. Ich hab eine Tendenz, aber. Bin du hörst so auf über- und holst die 500. Nee. Ich bin so überhaupt kein Loriot-Fan. Ich hab das nie geguckt. Ich hab auch nie seinen Sketch angeguckt. Also, an was ich mich an Loriot erinnern kann, das war damals in meiner Abiturszeit. Da ging es um das Schulz-von-Thun-Modell. Da hat man sehr gerne einen Sketch über das Ei genommen. Aber das ist nur als kleine Randnotiz. Ja, ich nehme den Publikumsjoker. Gut, wie du willst. Wir nehmen den Publikumsjoker. Dann habt ihr jetzt wirklich das letzte Mal die Chance, auf den Link zu klicken und die richtige Antwort zu geben. Gegen das Zuwasserlassen einer Ernte, einer Ente, wehrt sich in einem Loriot-Sketch her Meier Leverkusen, Müller Lüdenscheid, Weber Magdeburg, Schröder Düsseldorf. Los geht's. Richtig schöne Musik, ne? Ja. Ganz knapp mit 96% B. Ja, okay, das war tatsächlich auch mein Tipp. Dann nehme ich B. Loggen wir ein und es ist richtig. In welcher Dynastie heiratete Arnold Schwarzenegger durch die Ehe mit Maria Shriver ein? Bush, Ewing, Rockefeller, Kennedy. Ich glaube, die heißt Ewing oder Ewing. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Du hast, wie gesagt, zwei Joker noch zur Verfügung. Geht um symbolische 2000. Ja, gib mir eine andere Frage. Und auch der vierte Kandidat wählt die Frage Switch and Joker Geschichte. Auch bei der siebten Frage. Was hast du denn getippt? Keine Ahnung, ich hätte Rockefeller gesagt, aber das ist wahrscheinlich falsch. Es wäre Kennedy gewesen. Glück gehabt, dann eliminieren wir jetzt diese Frage und holen dir direkt eine neue. Und zwar möchte ich von dir wissen, Citrus Maxima ist nichts anderes als Orangenhaut, Zitronenessig, Vitamin C Mangel, eine Pampelmuse. Jo, ich würde da jetzt ganz spontan einfach aus der Pistole geschossen B sagen. Weil Zitrus, die Zitronenfrucht. Bisschen Latein kann ich noch, deswegen B. Du lockst also B ein. Ja. Citrus Maxima ist nichts anderes als, ich sag's kurz und schmerzlos, D, eine Pampelmuse, es tut mir leid. Ja, kurz und schmerzlos. Christoph. 500. Im Endeffekt so weit gekommen wie Merlin. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das war wirklich eine schnelle Runde. Ja. Damit vielen Dank fürs Mitspielen. Und vielleicht funktioniert es dann beim nächsten Mal. Danke, Christoph.
So, das ist das große Signal für den großen Schluss. Ich bedanke mich bei den ganzen Kandidaten, die mitgemacht haben. Und wir sehen jetzt noch eine kurze Einblendung, wer so alles gewonnen hat. Und zwar Andi mit 64.000 Euro, der momentan nicht im Bild ist. Dann ging es weiter mit Merlin, der mit 500 Euro nach Hause gegangen ist, der dramatisch abgestürzt ist. Tja. Rio, der auch ganz knapp am Ziel vorbeigegangen ist und mit 16.000 Euro gelandet ist. Und Christoph zu guter Letzt auch eine Frage falsch beantwortet und 500 Euro abgerutscht ist. Andi hat also damit sein Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitraten und ich sage einfach nur noch Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Krass, müssen wir jetzt winken. Hey, wer ist jetzt raus? Hä? Was für ein Spiel? Oh Gott, dann ja, Mann, alles.